Deutschlands Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof wollen mit ihrer Fusion im Wettbewerb besser dastehen. Der neue Einzelhandelsriese wird europaweit 243 Standorte haben und rund 32.000 Mitarbeiter beschäftigen. Knapp 360 Milliarden Euro will der Bund 2019 ausgeben. Und trotz gefüllter Kassen werden die Bürger nur wenig entlastet. Kirchen dürfen in Deutschland genau darauf schauen, wie sich ihre Angestellten verhalten. Ein Urteil des EuGH stellt das in Frage. Das letzte Wort hat aber die deutsche Justiz. Das und mehr um 23 Uhr in der Sendung Phoenix, der Tag.